Dann rufe ich auf Top 87 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur parlamentarischen Beteiligung des Hessischen Landtages, Drucksache 204939 zu Drucksache 204012. Berichterstattung übernimmt der Kollege Grüger oder jemand in Vertretung für den Kollegen Grüger. Der Kollege Günter Rudolph, der kann alles, und deswegen kann er auch hier die Berichterstattung machen. Das regeln wir dann irgendwann. Brauchst du denn eine? Brauchst du? Ich habe hier was. Ja. Warte mal. Ui, ui, ui. So, Beschlussempfehlung. Nichts kaputt machen, ist wertvoll. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen SPD, Freie Demokraten, LINKE, Enthaltung AfD. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich eröffne die Aussprache und darf als erster Rednerin der Kollegin Nancy Faeser, Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten, das Wort erteilen. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass in diesen Tagen der Pandemie viele Menschen in Hessen wirklich Großes leisten. Ich will die Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, in Krankenhäusern, in den Kitas, in den Schulen, in Supermärkten, in der Nachbarschaft für andere tätig sind, hier noch einmal erwähnen. Wir erleben Zusammenhalt und Solidarität der meisten Menschen dieser Tage. Jetzt hatten wir eine Entwicklung in der Pandemie. Niemand in der Bundesrepublik Deutschland wusste natürlich, wie man damit umgeht, dass wir gesagt haben, auf Dauer kann man nicht nur mit Rechtsverordnung regieren. Ich kann mich noch erinnern an Debatten hier in diesem Hause, dass das nicht von allen gleichermaßen so gesehen wurde, dass man für schwere Grundrechtseingriffe auch eine gesetzliche Legitimation braucht. Diese Debatte wurde aber im Deutschen Bundestag sehr früh aufgegriffen. Und dann gab es das Infektionsschutzgesetz, was jetzt die Grundlage für viele dieser Maßnahmen und schwerer Eingriffe in Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist. Und ich finde es nur legitim, weil nämlich das Herz der Demokratie in unseren Parlamenten schlägt, dass dann auch die Parlamente wirklich beteiligt werden, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der FDP den vorliegenden Gesetzentwurf zur parlamentarischen Beteiligung des Hessischen Landtags beim Erlass von Verordnungen zu Infektionsschutzmaßnahmen vorgelegt. Jetzt haben wir gedacht, wir nehmen extra ein Gesetz, was in anderen Bundesländern sich schon bewährt hat, nämlich in Baden-Württemberg. Ähnliche Konstellation, Grün vorne, Schwarz ist der kleinere Koalitionspartner. Und dachten, wir könnten gemeinsam im Hause hier etwas auf den Weg bringen, was unser aller Rechte betrifft. Das ist leider nicht gelungen. Das muss man mal so sagen. Nämlich als wir den Gesetzentwurf eingebracht haben, der Druck stieg plötzlich. Und aus dem Bund hat man gemerkt, auch dort wird etwas zur Parlamentsbeteiligung gemacht, hat man hier auf einmal die Mehrheitsfraktion die Meinung geändert und hat schnell, schnell gemacht und gesagt, jawohl, jetzt muss man hier auch etwas machen, um das Parlament zu beteiligen. Sie haben aber einen Weg gewählt, der der denkbar schlechteste ist. Und ich will den noch einmal aufgreifen. Weil Ihr Weg, so wie er jetzt ist, das haben wir diese Woche erlebt, die Rechtsverordnungen kommen regelgerecht auf die Tagesordnung. Wenn wir daran etwas ändern möchten, müssen wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Und ich will noch einmal sagen, wie unpraktikabel das ist. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Das eine Beispiel haben wir beantragt, dass Sie es bitte machen, weil das ein Weg wäre, Herr Wintermeyer, womit man dann gut leben könnte, im Bereich der Kontaktbeschränkung bei Kindern. Und ich teile Ihre Auffassung ausdrücklich nicht, Herr Staatsminister Wintermeyer, dass die bisherigen Regelungen, so wie sie sind, ausreichend sind, weil es da nur um das Begleiten und die Betreuung im öffentlichen Raum geht, nicht um die Frage, was es für Einschränkungen im privaten Bereich gibt. Und wir wollten ausdrücklich eine Regelung, dass es für Kinder unter 6 Jahren die Kontaktbeschränkungen nicht gelten. Applaus
Aber jetzt in Pandemiezeiten dazu einen Gesetzentwurf zu machen, das ist wirklich dem parlamentarischen Verfahren nicht angemessen, meine Damen und Herren. Und deshalb braucht man ein Gesetz, so wie wir es vorgesehen haben. Man könnte die Verordnung hier im Parlament ändern, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen das zweite Beispiel nennen. Wir haben angeregt am Dienstag, dass wir möchten, dass die Erzieherinnen und Erzieher häufiger getestet werden zu ihrem Schutz und dass die Testungen in den Einrichtungen stattfinden können, weil das etwas wäre, was ihr Arbeitsleben alltäglich leichter machen würde. Und vor allen Dingen würden sie an ihrer Gesundheit geschützt, weil sie machen einen unglaublich tollen Job. Dafür möchten wir heute einmal Dankeschön sagen, meine Damen und Herren. Aber auch das hätten wir in einen Gesetzentwurf geben müssen, um in Ihrem Verfahren zu bleiben. Und genau deshalb aus diesen zwei Beispielen ist Ihr Gesetz nicht praktikabel und müsste es so etwas geben, wie in Baden-Württemberg ja Gesetzeslage ist, was wir heute vorlegen. Und ich will noch einmal auf die Anhörung eingehen, die wir ja hatten, und zwei kurze Anhörungen von Stellungnahmen zitieren. Einmal vom DGB Hessen-Thüringen. Ich zitiere, aus unserer Sicht ist der Gesetzentwurf geeignet, die gesellschaftliche Akzeptanz der mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang stehenden Maßnahmen zu fördern. Nämlich auch darum geht es. Es geht nicht nur um die Praktikabilität hier in diesem Hause, wie wir mit Änderungen umgehen, sondern es geht vor allen Dingen auch um die gesellschaftliche Akzeptanz, weshalb es offene und transparente Diskussionen in Parlamenten braucht, meine Damen und Herren. Und ich zitiere eine zweite Stellungnahme von Prof. Dr. Will, der EBS, der da gesagt hat, das Ziel dieses Gesetzentwurfs ist zielführend und insgesamt angemessen, und es kann gleichzeitig die Beteiligung des Landtages in Form eines Zustimmungsvorbehalts und einer Zuleitungspflicht sichergestellt werden. Also, die Anzuhörenden haben befunden, dass unser Gesetzentwurf gemeinsam mit der FDP der richtige ist, angemessen ist und ein gutes Instrumentarium wäre. Und deshalb werbe ich heute noch einmal so vehement für Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf, der unser aller Rechte hier in diesem Hause sehr gut regeln würde, meine Damen und Herren. Ich nehme noch einmal die Korrektur vor, dass innerhalb eines Monats vorgelegt wird und nicht innerhalb von zwei Monaten. Das hatten Sie uns zu Beginn schon gesagt. Das stimmt. Ich wiederhole das hier noch einmal. Ich hatte das im Ausschuss schon gemacht. Dem schließen wir uns an. Allerdings, und ich will es noch einmal zum Schluss sagen und dafür werben, es geht darum, unsere Rechte zu wahren. Es geht aber vor allen Dingen darum, um Akzeptanz für einschneidende Eingriffe in Grundrechte zu werben, damit wir sie öffentlich in diesem Hause diskutieren. Ich sage es zum Abschluss noch einmal. Das Herz der Demokratie schlägt in diesem Hause im hessischen Parlament. Und deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Gesetz. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner ist der Abg. Volker Richter für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bitte denken Sie über den ersten Satz sehr genau nach, der bei Ihnen in der Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf steht. Ich möchte diesen hier zitieren. Um die gesellschaftliche Akzeptanz für die hierzu notwendigen Grundrechtseingriffe dauerhaft zu sichern, sind die parlamentarische Legitimation und die dadurch sichergestellte Beteiligung der Öffentlichkeit von grundlegender Bedeutung. Zitat Ende. Das hört sich im ersten Moment sehr gut an, manifestiert und legitimiert aber durch Sie, meine Damen und Herren von SPD und FDP, am Ende ein Infektionsschutzgesetz, welches wir als Alternative für Deutschland für verfassungswidrig erachten und von daher auch ablehnen. Nun ist das nicht eine Frage des Landtages. Wir hatten bereits beim Gesetzentwurf der Regierungsparteien darüber gesprochen und klargestellt,
dass wir als AfD-Fraktion im Hessischen Landtag ein deutlich über unser Land hinausgehendes Zeichen der Ablehnung auch zum Bund hin senden möchten. Sie unterstreichen aber mit Ihrem Antrag sogar ausdrücklich das Infektionsschutzgesetz, welches der Politik erheblichen Spielraum lässt, durchaus auch willkürlich die Grundrechte unserer Bürger einzuschränken, indem Sie das Wort notwendig in Ihrer Begründung anwenden. Betrachten wir ganz genau, was von sämtlichen etablierten Parteien als notwendig erachtet wird, indem wir den Bürgern unseres Landes einmal aufzeigen, worüber wir hier eigentlich diskutieren. § 1 Zweck des Gesetzes, Absatz 1. Zweck des Gesetzes ist es, die Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten durch zielgerichtete Maßnahmen zu verhindern und deren Folgen zu bekämpfen, sowie die Einbeziehung des Parlaments in wesentlichen Fragen der Grundrechtsausübung sicherzustellen. Absatz 2, und das ist der entscheidende Punkt, die Grundrechte der Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, der ungestörten Religionsausübung, Artikel 4 Absatz 2 Grundgesetz, der Freizügigkeit, Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz, der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Grundgesetz, der Berufsfreiheit, Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, der Unverletzbarkeit der Wohnung, Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz und des Brief- und Postgeheimnisses, Artikel 10 Grundgesetz, können insoweit eingeschränkt werden. Natürlich steht immer und überall, dass die Einschränkung von Grundrechten auf ein notwendiges Maß zu beschränken und an die Erforderlichkeit der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten anzupassen ist. Aber dies öffnet für die entsprechenden Mehrheiten in Regierungsverantwortung Tür und Tor, den Menschen in unserem Land ihre Grundrechte durchaus auch willkürlich nehmen zu können. Auch wenn die Gültigkeit einer Rechtsverordnung zeitlich angemessen zu begrenzen ist, so liegt doch die Frage der Angemessenheit wiederum im Auge der Regierungsparteien, völlig unabhängig davon, welche Parteien die Regierung stellen. Auf die heutige Situation angewendet, finden dann hier im Landtag entsprechende Empörungen statt, wie wir sie in dieser Woche von SPD, FDP und den Linken gesehen haben. Die Akteure mögen im Laufe der Jahre wechseln. Aber die Grundrechtseinschränkungen sind dann fester Bestandteil der politischen Arbeit und werden irgendwann zur Normalität für Politiker und Bürger. Und genau an diesem Punkt setzen wir als Alternative für Deutschland ein deutliches Zeichen und tragen dies garantiert nicht mit. Die hessischen Regierungsparteien werden natürlich auf ihr eigenes Gesetz verweisen und klarstellen, dass alles, was SPD und FDP hier möchten, bereits umgesetzt ist. Und hier ist der Knackpunkt für den Bürger unseres Landes. Es ist nämlich unerheblich, wer sich zu ihrem Schutz berufen fühlt und seitenweise Gesetzesvorlagen erstellt und darüber diskutiert, ob, wann und wie Grundrechte eingeschränkt werden dürfen. Für den Bürger zählt nämlich nur eines, meine Damen und Herren, seine grundgesetzlich festgelegten Bürgerrechte und damit seine Freiheit. Ohne Freiheit wird unser Leben bedeutungslos. Wir verlieren uns in der Abhängigkeit von anderen. Und hier, meine Damen und Herren der etablierten Parteien, scheinen Sie alle auf den Geschmack gekommen zu sein, die Bürger unseres Landes auf vielen Ebenen einzuschränken, sie für unmündig zu halten und sich selbst über sie zu erheben. Sie selbst nehmen sich aber, wie es gestern hier deutlich im Plenum zu sehen war, wiederum Rechte heraus, die Sie anderen nicht zugestehen. Ihre eigene Freiheit wollen Sie nicht beschnitten sehen, und so müssen Sie auch keine Gehaltseinbußen hinnehmen oder sind in Ihrer Bewegung eingeschränkt. Sie können weiter in Hotels übernachten und haben keinerlei Angst davor, vielleicht das gleiche Schicksal wie der Hotelier, bei dem Sie Gast sind, zu erleiden, nämlich auf seine Zimmerbelegung zu blicken und zu erkennen, dass er damit weder das Personal noch Heizkosten und vieles mehr bezahlen kann. Die große Hoffnung ist, dass unsere Gerichte weiter der Politik in unserem Land Einhalt gebieten, damit diese Form der Übergriffe auf die Freiheitsrechte der Bürger gar nicht erst debattiert werden muss, sondern schlicht gar nicht erst möglich ist. Wer ständig von Freiheit spricht, unsere demokratische Gesellschaftsform hochhalten will und in jenen Feinde der Demokratie sieht, die die Freiheitsrechte der Bürger verteidigen und sich erlauben, auch an Regierungsparteien und Regierungspolitikern Kritik zu üben. Menschen also, die nur ihre demokratischen Rechte bemühen und eben nicht hetzen, Frau Klaus ist hier nicht hier, aber an Sie hatte ich das gerichtet, sollte sich deutlich gegen die Gesetzgebung im Bund wenden und ein Zeichen setzen. Genau das tun wir als Alternative für Deutschland.
und werden auch weiterhin für die Freiheit der Menschen in unserem Land einstehen. Das tun wir entgegen aller undemokratischen Mittel, die gegen Andersdenkende mittlerweile in unserem Land eingesetzt werden. Das, was hier stattfindet, ist eine Farce. Sie denken in aller Ernsthaftigkeit, dass Sie durch die Diskussionen hier Akzeptanz erhalten. Nein, das, worum es uns geht, ist, dass diese Grundrechtseinschränkungen gar nicht erst möglich sind. Das ist der entscheidende Punkt, und deswegen stimmen wir dann dagegen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Kollege Richter. Nächste Rednerin ist die Kollegin Astrid Wallmann für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unser Land befindet sich seit nunmehr fast einem Jahr in der größten Gesundheitskrise seit seinem Bestehen. Und wir alle sind uns wohl einig, dass wir versuchen, unser Land bestmöglichst durch diese Krise zu bekommen. Und ich finde, deswegen will ich das zu Anfang der Debatte auch sagen, das sollten wir uns auch gegenseitig nicht absprechen. Und Frau Faeser, ich teile das, was Sie zu Beginn Ihrer Rede gesagt haben. Es ist zweifelsohne so, dass wir alle, die Gesellschaft, sich massiven Einschränkungen ausgesetzt fühlt. Und es ist ganz wichtig, die Menschen dabei mitzunehmen. Und ich denke an Unternehmer, an Gastronomen, an Künstler, an Kulturtreibende. Ich denke natürlich auch an die älteren Menschen, deren Leben derzeit von Einsamkeit geprägt ist. Und ganz besonders denke ich auch an Familien, die in dieser Zeit ganz besondere Lasten, und zwar tagtäglich, zu tragen haben. Das will ich ausdrücklich hier betonen. Und genau weil das so ist und weil wir eine Krise haben, ist es auch so wichtig, dass die Landesregierung handlungsfähig ist. Und dies eben mittels Verordnung. Und wir haben von Seiten von Bündnis 90 Die Grünen und von CDU einen Gesetzentwurf hier eingebracht. Ich habe jetzt, muss ich zugeben, die Kritik nicht ganz nachvollzogen, dass wir das irgendwie auf die Schnelle gemacht hätten. Der war einfach zeitlich früher da und den haben wir dann entsprechend behandelt. Das ist ganz normales parlamentarisches Verfahren. Und wir haben eben eine Notwendigkeit gesehen, Frau Faeser, wir haben das ja auch oftmals miteinander im Hauptausschuss diskutiert, dass wir das eben, wir haben ja übrigens auch eine andere Befristung für unseren Gesetzentwurf, der endet dieses Jahr, anders als Ihrer, der noch mehrere Jahre läuft. Wir haben einfach die Notwendigkeit gesehen, sofort handlungsfähig zu sein und durch unseren Gesetzentwurf Transparenz und Beratung hier im Parlament sicherzustellen, eine handlungsfähige Regierung zu ermöglichen und natürlich verhältnismäßige Maßnahmen auch zu erzielen. Und durch unsere Regelung wird die Parlamentsbeteiligung ja auch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Sie haben eben auch aus Stellungnahmen zitiert, die würden wahrscheinlich unseren Vorschlag ähnlich beurteilen. Vielleicht, das ist das ist auch völlig richtig, das habe ich auch im Hauptausschuss immer wieder und wir haben es auch hier im Plenum begründet, das ist völlig richtig, weil wir eine Eile in der Sache gesehen haben und ich fühle mich auch bis heute darin bestätigt. Ich will Ihnen auch sagen, warum ich mich bestätigt fühle. Weil wir haben in der Dezember-Sitzung ja auch über diesen Gesetzentwurf, über beide diskutiert. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, deswegen ist übrigens auch Ihr Änderungsantrag folgerichtig, weil das in Ihrem Gesetz derzeit ja noch nicht korrekt drinsteht. Sie haben noch die Zwei-Monats-Regelung drin, die ja aber zu dem Zeitpunkt, zwar im Dezember ja schon wieder überholt war, weil das Bundesinfektionsschutzgesetz auf Bundesebene ja schon wieder geändert war. Ich will damit sagen, wir leben einfach in sehr schnellen Zeiten momentan. Man weiß nicht, was morgen ist. Und uns war einfach wichtig, sehr schnell diesen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Und wir haben erreicht, dass die Landesregierung unverzüglich derzeit die Verordnung der Legislative zuleitet und auch regelmäßig darüber unterrichtet. Das ist im Übrigen, und wir dann übrigens auch im Landtag darüber debattieren können, neben den Möglichkeiten, die die Geschäftsordnung sowieso schon vorsieht. Und das ist übrigens auch einer der Unterschiede zu Ihrem Gesetzentwurf. Ich möchte jetzt auch kurz auf die schriftliche Anhörung eingehen. Das habe ich auch schon im Hauptausschuss gemacht. Das ist jetzt naturgemäß, dass man vielleicht unterschiedlich dort zitiert. Ich will aber erst einmal feststellen, ich akzeptiere selbstverständlich, wenn Sie das anders sehen.
Ich fand aber, dass die Anhörung gar nicht so viele Erkenntnisse gewonnen oder dass man da nicht so viele Erkenntnisse daraus gewonnen hat. Und ehrlicherweise fühle ich mich persönlich auch darin bestätigt, weil Sie ja mal auch angekündigt haben, womöglich auch eine mündliche Anhörung durchzuführen. Das haben Sie ja jetzt nicht gemacht. Sie verzichten auf die mündliche Anhörung. Und ich glaube, das hat am Ende, wir hatten 7 Anzuhörende, hat auch damit zu tun, wie die ausgefallen sind. Das ist auch völlig legitim. Und ich will aber auf eine Stellungnahme, die ich besonders bemerkenswert fand, die habe ich auch im Hauptausschuss zitiert, heute hier natürlich auch im Plenum eingehen. Ich darf kurz den Hessischen Städtetag zitieren. Bezogen auf die Verordnung zur Bekämpfung der bestehenden Pandemie wurden wir insbesondere durch die Staatskanzlei bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen. Ich finde das deswegen eine so wichtige Aussage, weil sie klar macht, dass die Hessische Staatskanzlei und an oberster Stelle der hessische Ministerpräsident nicht für sich alleine irgendwas entscheidet, sondern sich Institutionen mitgenommen fühlen. Das finde ich ganz wichtig. Und man eben versucht, auch andere Interessen und Meinungen mit einzubeziehen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass deutlich wird, dass man auch im Abwägungsprozess ist in diesen Fragen. Und wir haben, das übrigens kann man, glaube ich, auch feststellen, alle Anzuhörenden haben einen solchen Gesetzentwurf begrüßt. Und es stimmt, wir unterscheiden uns am Ende eben in den Lösungswegen. Aber ich glaube, so weit liegen wir am Ende in den Fragen gar nicht auseinander. Und wissen Sie, ich will auch noch einen Satz zur AfD sagen. Das war mal wieder etwas schwer erträgliche Kost, wenn ich das so sagen darf. Wissen Sie, Sie tun immer so, als würden wir ohne jegliche, das stimmt, das war freundlich formuliert, Sie tun immer so, als würden wir ohne Gesetzesgrundlage irgendwas hier machen. Das ist nicht so. Das ist alles im Bundesinfektionsschutzgesetz geregelt. Und ich habe schon eher den Eindruck, dass Sie von der ganzen Pandemie nichts wissen wollen und gar nicht wissen wollen, worum es eigentlich geht. Und wissen Sie, ich will noch eine Anmerkung auch zum Schluss machen und will vielleicht auch da anknüpfen, wo ich am Anfang auch begonnen habe. Ich glaube, wir sollten uns auch einig darin sein, dass es sich niemand leicht macht mit diesen Entscheidungen, die in dieser Zeit zu treffen sind. Das sind doch ganz schwere Entscheidungen, weil man in den persönlichen Lebensbereich eines jeden Menschen massiv derzeit eingreift. Und es geht am Ende darum, vulnerable Gruppen, am Ende sogar die gesamte Gesellschaft, wir wollen ja, dass niemand erkrankt, zu schützen und auf der anderen Seite die halbwegs stabile Lage, in der wir uns momentan befinden, aufrechtzuerhalten. Und wenn man mal den Blick nach Irland oder auch nach Portugal blickt, wenn man dort rüberblickt, sieht man ja auch, wie zerbrechlich volatil die Lage sein kann, wie schnell sich auch etwas ändern kann. Und das ist ein Spagat, in dem man sich permanent bewegt. Und ich glaube, wissen Sie, Frau Faeser, Sie haben nämlich eben auch diese Frage mit den Kindern angesprochen. Sie wissen, dass ich da sehr empfänglich für bin. Und ich bin ja auch mit vielen Familien auch im Gespräch. Nur wissen Sie, Frau Faeser, was ich dann auch ein bisschen schwierig finde. Sie haben jetzt eben angesprochen die Kontaktbeschränkung in der Verordnung im öffentlichen Raum und sagen, das geht Ihnen nicht weit genug. Da hatte Frau Klaus jetzt schon bei der Regierungserklärung richtigerweise darauf hingewiesen, dass es ja sozusagen eine Ausnahme gibt. Ich möchte aber noch eins hinzusagen. Wir haben im privaten Bereich de facto nur eine Empfehlung ausgesprochen. Ja, und was ist daran das Problem? Das ermöglicht doch genau das, dass Familien sich sehr wohl eben, wenn sie der Meinung sind, dass sie ihre Kinder mit anderen Kindern treffen lassen möchten. Diese Freiheit haben Familien. Und ja, Frau Faeser, da kann man jetzt sagen, Sie wählen einen anderen Weg. Ich glaube, was ich immer wieder feststelle, ist, man kann es halt auch niemandem recht machen. Das ist offensichtlich in dieser Pandemie so. Ich glaube, es wäre einfach gut, wenn man sich gegenseitig nicht permanent unterstellt, dass man irgendwas Böses im Sinn hat und Menschen ärgern möchte. Und wissen Sie, ich will zum Abschluss vielleicht auch tatsächlich noch etwas Persönliches sagen. Ich glaube, keiner wünscht sich mehr als wir und wahrscheinlich auch Sie, dass wir heute diese Debatte nicht führen müssten, dass wir dieses Gesetz nicht bräuchten, dass wir das im Dezember nicht hätten verabschieden müssen, dass wir heute nicht über Ihren Gesetzentwurf debattieren müssten. Das würde nämlich bedeuten, dass wir die Pandemie überwunden hätten. Und ich habe es eben schon mal gesagt, wir sind ja im Ziel gar nicht so uneinig, es geht um den Lösungsweg. Wir haben uns entschieden, unseren eigenen Gesetzentwurf im Dezember zu verabschieden. Sie werden naturgemäß, das wird Sie jetzt nicht überraschen, Ihren Gesetzentwurf natürlich, da wir eine eigene Regelung haben, ablehnen. Aber vielleicht verbindet uns die Hoffnung, dass wir mit dem heutigen
auch mit unserer Ablehnung, dass wir vielleicht in bessere Zeiten kommen und das dann noch heute auch Ihren Gesetzentwurf zu einem Abschluss bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wallmann. Nächster Redner ist der Kollege Lenders für die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was uns eigentlich hoffentlich alle verbindet, ist der Wunsch, möglichst die Menschen in dieser Pandemie zu schützen, Leben zu retten. Bei der AfD bin ich mir da jetzt nach dem Vortrag nicht mehr ganz so sicher, aber zumindest den Rest des Hauses würde ich sagen, das verbindet uns. Und auch die Freiheit zurückzugeben. Und meine Damen und Herren von der AfD, Grundrechtseinschränkungen sind in solch einer Lage durchaus legitim und vorgesehen. Und da kann man nicht sagen, dass es überhaupt keine Rolle spielt, so wie Sie argumentieren. Das machen wir uns als Freie Demokraten und die Sozialdemokraten mit Sicherheit nicht zu eigen. Lassen wir das. Meine Damen und Herren, aber in der Krise ist natürlich schon auch im Verlauf viel Vertrauen bei Bürgerinnen und Bürgern verloren gegangen. Da ist Frust entstanden. Da ist mittlerweile Wut entstanden, wenn Sie sich mit manchen unterhalten. Die Frage von, öffnen wir was, müssen wir was schließen, Kitas, Schulen, wie sieht es eigentlich mit den Wirtschaftshilfen aus? Meine Damen und Herren, erleben wir mal oder lassen wir mal reflektieren die Diskussion über den Bubble-Lappen. Was haben wir da alles erlebt? Am Anfang stand, man ist sozusagen Kameradenschwein, wenn man es dem Pflegepersonal wegnimmt, heute quasi verpflichtend. Über ein Jahr lang Diskussionen. Und ich glaube, das, was wir wollten ist und was wir immer noch wollen, dass auch die Argumente von Bürgerinnen und Bürgern, die sich vielleicht nicht im Regierungshandeln wiederfinden, auch ihre Argumente hier im Plenum gehört werden. Dass die das Gefühl bekommen, da gibt es Parlamentarier, die gewichten auch meine Sicht auf die Dinge, auch wenn Mehrheitsentscheidungen zu anderen Entscheidungen dann geführt haben. Also die Frage, ob man auch Argumente austauscht, das scheint bei Schwarz und Grün eigentlich in der Pandemie nicht mehr gewünscht zu sein, sondern man soll einfach akzeptieren, was die Regierung einem vorlegt. Und meine Damen und Herren, auf diesem Wege verlieren Sie die Bürgerinnen und Bürger und auch die Akzeptanz für die Maßnahmen. Alleine die Ministerpräsidentenkonferenz, die dann entscheidet mit der Kanzlerin, dann jeder gebannt auf den Fernsehbildschirm schaut und was kommt denn jetzt als nächstes und eine Erwartungshaltung erweckt wird, die dann meistens eine Halbwertszeit von 1,5 bis 2 Wochen hat, meine Damen und Herren, so gewinnt man das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger nicht. Meine Damen und Herren, Fakt ist, dass das Gesetz, was Sie uns im Dezember vorgelegt haben, was jetzt eine Gültigkeit hat, auch nicht so richtig viel taugt. Wenn wir uns diese Woche das mal anschauen, da haben wir 4 Verordnungen vorgelegt bekommen oder beziehungsweise die Mitteilung, von denen 3 schon wieder außer Kraft getreten sind. Das zeigt eigentlich das beste Beispiel, dass das, was Sie uns vorgelegt haben, nicht wirklich hilfreich ist. Und die Frau Wallmann hat ja von Sie wollen Transparenz schaffen. Also ich würde das mal eher damit übersetzen, Sie wollen uns im Nachgang dann höflicherweise darüber informieren, über das, was Sie schon längst entschieden haben. Wir wären einen anderen Weg gegangen. Wir wären den Weg gegangen, auch über die Verordnungen vorher zu diskutieren. Weil es nämlich tatsächlich in der Krise dann schwierig ist, das dann alles über Gesetze zu regeln. Aber meine Damen und Herren, was mich dann wirklich verblüfft, ist, wenn wir den Weg, weil Sie uns ja großzügigerweise in Ihrem Gesetz die Möglichkeit eingeräumt haben, ein Gesetz vorzulegen, toll, das konnten wir auch vorher schon. Das konnten wir auch vorher schon. Dass, wenn wir es aber dann machen, wie wir diese Woche mit unserem Schulgesetz,
uns den Vorwurf einfangen, ja, das wäre ja alles gar nicht tauglich und das würde überhaupt nichts bringen und das müsste man nicht machen. Meine Damen und Herren, so kann man auch mit vernünftigen Argumenten und dem Austausch von Argumenten nicht umgehen. Meine Damen und Herren, wir würden ganz gerne, und das ist auch nach wie vor der Wunsch und vielleicht noch das letzte Fünkchen Hoffnung, dass Sie sich überzeugen lassen, dass wir hier dazu kommen, die Argumente auszutauschen, und die Krise ist wirklich kompliziert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich beneide die Regierungsmitglieder auch nicht darum. Der Kollege Rock hat das in Richtung des Ministerpräsidenten hier und da immer wieder mal gesagt. Da geht es nicht um Mitregieren, wie das dann hier aus den Reihen, vor allen Dingen von den Grünen, gekommen ist. Das war auch gerade bei der Haushaltsberatung, kam das, wir würden mitregieren wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber die Verantwortung, vielleicht auf die gewählten Volksvertreter mit auf diese Schultern zu legen und nicht alleine einer Regierung zu überlassen, dann, wenn auch mal was schiefläuft, dann zu sagen, es ist aber von einer breiten Mehrheit auch getragen, auch wenn es mal nicht alles hundertprozentig glatt läuft. Meine Damen und Herren von CDU und Grünen und an die Regierungsmitglieder, es müsste doch eigentlich auch in Ihrem Interesse sein, und dass Sie das Angebot nicht angenommen haben, sondern eigentlich immer ausgeschlagen haben, ist eigentlich nur schlechter Stil. Ist eigentlich nur schlechter Stil. Meine Damen und Herren, und Frau Faeser hat es eben auch schon gesagt, die Änderung in den § 2, das ist im Ausschuss abgelehnt worden, da steht man dann wirklich fassungslos daneben, fassungslos. Und ich habe jetzt ja wirklich noch die Hoffnung, dass Sie sich an so einer Kleinigkeit dann noch irgendwie bewegen lassen. Aber es scheint einfach so zu sein, Sie wollen Ihren Weg stur gehen. Sie wollen nicht das Parlament ernsthaft in einer Diskussion beteiligen, sondern die Entscheidung am Ende alleine tragen, meine Damen und Herren. Und dann tragen Sie aber auch bitte die Entscheidungen für Ihre Fehlentscheidungen auch alleine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Abgeordneter Lenders. Nächster Redner ist der Abgeordnete Wilken für die Fraktion der Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mal damit anfangen, womit Frau Wallmann aufgehört hat, nämlich der Hoffnung, dass wir das eigentlich alles gar nicht tun müssten, also weder Ihr Gesetz im Dezember noch jetzt das FDP-SPD-Gesetz beraten. Ich glaube, das wäre das Dümmste, was wir tun könnten, nämlich nichts zu lernen aus der Situation, in der wir uns jetzt seit einem Jahr befinden, sondern wir müssen uns weiter darum streiten, wie wir als Gesetzgeber darauf vorbereitet sind, in ähnlichen Situationen, und man muss kein Prophet sein, um zu befürchten, dass das durchaus wiederkommen kann, besser vorbereitet zu sein, als wir das im Moment waren. Zweite Bemerkung. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation als vor knapp einem Jahr, wo, und das haben wir auch seitens der Linken nie bestritten, schnell gehandelt werden musste. Und wir haben auch immer gesagt, dass wir, bei Kleinigkeiten müssen wir uns streiten, prinzipiell mit den getroffenen Maßnahmen einverstanden waren und sind. Und wenn wir als Gesetzgeber gehandelt hätten, wahrscheinlich zu ähnlichen Beschlüssen gekommen wären. Ich will das noch einmal ganz deutlich sagen. Aber wir sind jetzt in einer anderen Situation. Jetzt geht es darum, hier im Haus zu beraten, wie denn die nächsten Maßnahmen aussehen. Ich habe
vom Ministerpräsidenten, nicht erst jetzt in seiner Regierungserklärung am Dienstag, aber da hat er das auch erwähnt, erfahren, dass er selbstverständlich daran arbeitet, an den Plänen, wie wir denn jetzt weiterkommen. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet, Herr Wintermeyer. Und er hat gesagt, da ist ja noch ein bestimmter Sinn auch hinter, dass er diese Pläne mal erst wieder mit der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten berät. Und dann? Dann kriegen wir vielleicht wieder eine Mitteilung? Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Es besteht jetzt keine Eile über die Diskussion darüber, wie wir sinnvollerweise aus den mehr oder weniger sinnvollen Beschränkungen wieder herauskommen. Das ist eine Debatte, die gehört in die erste Gewalt, die gehört hier in das Parlament hinein, und zwar im Vorfeld von Beschlüssen und Verordnungen und nicht als Information im Nachgang erst. Dabei geht es um die Kriterien. Frau Faeser hat sie heute in der Debatte als erstes genannt. Es geht um Praktikabilität und es geht um die Akzeptanzförderung. Und ich sage mal, ganz habe ich die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass im Austausch vieler kluger Köpfe vielleicht auch der ein oder andere Fehler vermeidbar wäre. Darum geht es in dieser Debatte. Und ich will diese Debatte auf jeden Fall führen, um klarzustellen, dass wir auch im Krisenmodus prinzipiell lernfähig bleiben. Was ich nicht verstanden habe, ist, oder ich fange mal anders an, im letzten Tagesordnungspunkt wurde hier ein Marx-Seminar angepriesen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir auch hier im Hause noch mal ein Seminar Grundrechte anbieten müssen und Gewaltenteilung anbieten müssen. Wir sind die erste Gewalt. Wir setzen die Regeln des Handels in aller Regel durch Gesetze fest, und die Regierung als zweite Gewalt hat im Rahmen dieser Gesetzgebung Regierungshandeln durch Verordnungen umzusetzen. Daran sollten wir uns häufiger mal erinnern. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken.